Heyo Freunde, Timetic hier. Im heutigen Video schauen wir uns 6 YouTuber an, die fast gestorben sind. In diesem Video passieren einige verrückte Dinge und ich empfehle dir, bis zum Ende dran zu bleiben. Denn du möchtest nicht den Clip verpassen, wo Lukas Brawlstars gerade noch so überlebt hat. Auf Platz 6 habe ich Marvin Vlogged. Marvin Vlogged hat ja einen Bruder. Und zwar Vico. Und sein Bruder hat auch einen YouTube-Kanal mit über 22.000 Abonnenten. Der hat nämlich vor 3 Jahren ein Video hochgeladen, in dem er etwas Schreckliches erzählt hat. Denn er ist mit seinem Bruder Marvin nach Berlin gefahren und diese Fahrt hätte die letzte sein können. Was genau während dieser Autofahrt passiert ist, seht ihr jetzt. Auf jeden Fall, Leute, wir fahren und auf einmal knallt es ganz laut. Oh, ich dachte mir, fuck, was ist jetzt los? Wir waren so bei, ich glaube, 150 km/h und neben uns waren halt ja auch LKWs und so und das heißt, wir konnten nicht rüberziehen. Es knallt ganz laut und auf einmal hat das so richtig das ganze Auto gewackelt. Also es war, der Reifen ist halt direkt platt gewesen. Und mein Bruder schafft es dennoch, das Auto zum Stehen zu bringen. Und wir stehen aber dann allerdings ganz auf der linken Spur. Und Autos kommen angerast und ich denke mir so, oh shit, ey. Oh shit. Wir machen ganz schnell dieses Warnblinklicht an. Und ich denke mir so, scheiße, was machen wir jetzt? Und ich schreie so meinem Bruder an, ey, fahr rüber, fahr rüber. Wir müssen nämlich auf diesen Standstreifen, ja, wo man halt sich raufstellt, wenn man eine Panne hat. Allerdings konnten wir nicht, weil von rechts kamen die ganze Zeit LKWs und Autos angerast. Und dann hinter uns war ein Mercedes und der blinkt die ganze Zeit und fährt langsamer. Und ich denke mir nur, jeden Moment ist irgendein Autofahrer, der rechnet ja nicht damit. Ich weiß nicht, ob der unbegrenzt war, ich glaube schon. Der rechnet nicht damit, dass einfach einer steht auf der linken Spur, wo man Gas gibt. Es war so crazy und ich sehe nur, die Autos werden immer mehr und ich denke mir so, scheiße, irgendeiner von denen wird mit Sicherheit gerade pennen oder am Handy sein oder was auch immer. Und auf jeden Fall ist er auf der rechten Seite ein Rettungssanitäter gekommen. Der ist durch Zufall da lang gefahren, hat dann den Weg blockiert. Und davor ist einfach mein LKW gewesen. Der war so schnell und hat so spät gesehen. Ich dachte, der fährt uns jetzt hinten rein. Und mein Bruder gibt dann Gas und versucht möglichst schnell. Da kamen nämlich auch Autos durch den Stau durchgefahren. Und ich denke, ey, warum halten die nicht an? Die sehen doch, dass da ein Unfall ist quasi. Und mein Bruder gibt Gas und der Reifen macht so eine Spur und knallt so gegen den Radkasten, dass man einfach eine Spur auf dem Boden gesehen hat. Also das war richtig schwer zu kontrollieren, das Auto. Und ich blende euch das einmal ein. Der Rettungssanitäter meinte, wir haben so viel Glück gehabt, weil wenn ein LKW uns ja übersehen hätte, dann wäre einfach nur noch der Spiegel übrig geblieben. Auf Platz 5 ist Simon Desue. Simon Desue wurde ursprünglich mit lustigen Videos auf YouTube bekannt. Man kann schon sagen, dass das der alte Star auf YouTube ist. Mittlerweile verdient er sein Geld mit Online-Kursen. Er lebt in Dubai und genießt sein Leben in vollen Zügen. Aber vor kurzem passierte etwas Schlimmes, was alles hätte verändern können. Während er in Dubai war, drehte er ein Jetski-Video, was er ins Internet stellte. Dort zeigt er, wie schnell sein Jetski fährt und dass es ganz schön krass sei, mit über 100 km/h über das Meer zu fahren. Seid ihr schon mal Jetski gefahren? Lasst es mich jetzt in den Kommentaren wissen. Naja, jedenfalls machte Simon Desue dann nach einiger Zeit seine Kamera aus. Nachdem er die Kamera ausgemacht hat, fiel er direkt ins Wasser. Aber er verletzte sich nicht direkt. Nichtsdestotrotz ist etwas viel Dramatischeres passiert. Eine Qualle griff ihn sofort an, als er ins Wasser fiel. Und er spürte schnell ein starkes Brennen an seinen Beinen. Erst später erkannte er, dass er verdammt viel Glück gehabt hat und die Situation viel schlimmer hätte enden können. Denn die Qualle, die ihn gestochen hat, war eine hochgiftige Würfelqualle. Würfelquallen können Menschen durch Berührung sehr stark vergiften. Viele Menschen überleben das sogar gar nicht. Mit ein bisschen Pech wäre das wirklich seine letzte Jetski-Fahrt gewesen. Zum Glück hat er gerade noch so überlebt. Auf Platz 4 ist der deutsche Gaming-YouTuber Clash Games. Clash Games ist einer der besten Freunde von Lukas Brawlstars und er ist durch seine Brawlstars-Videos auf YouTube bekannt geworden. Normalerweise ist er für seine lustige Art bekannt, lädt aber hin und wieder auch mal ernstere Videos auf YouTube hoch, wo er über verschiedene psychische Probleme spricht. Eines Tages ist er von einem Videodreh wieder nach Hause gefahren und an diesem Abend gab es ganz schön viel Wind. Naja, nichtsdestotrotz ist ihm etwas echt Schlimmes passiert. Das Ganze war vor ungefähr 4 Monaten, also noch gar nicht allzu lange her. Und ja, was soll ich sagen, er hatte fast einen Autounfall gebaut. Was jetzt genau passiert ist, erklärt euch Clash Games selbst. Bleibt aber dran, denn ihr dürft den Clip von Lukas BS nicht verpassen. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Ich muss jetzt gerade erstmal 5 Minuten noch hier im Auto sitzen bleiben, damit ich irgendwie checke, was gerade passiert ist. Und auf einmal gab es wirklich aus dem Nichts Platzregen. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ob ihr schon mal so einen krassen Regen in eurem Leben gesehen habt, aber ich bin wirklich gefahren und von der einen auf die andere Sekunde hat es wirklich geisteskrank angefangen zu regnen. Also wirklich, es war
auf einen Schnips. Problem ist, ich habe ja eigentlich meine Dashcam hier im Auto, aber die hat leider nicht aufgenommen, weil die SD-Karte da aktuell für voll ist. Und mein Auto hat Heckantrieb, das ist für die Sache extrem wichtig. Und ich werde euch auch gleich noch eine ähnliche Story erzählen, denn Lukas Brawl Stars, den sollten ja viele von euch kennen, dem ist so etwas Ähnliches passiert, aber sogar bei nicht so krasser Fahrbahn. Bin gefahren, es gab Platzregen und mein Auto ist mit der Sekunde, wo der Regen angefangen ist, komplett ausgebrochen. Ich habe mich einmal nach rechts gedreht, also quasi ich habe quasi Richtung Leitplanke geguckt, okay? Also ich denke mal, Autobahn, Leitplanke ist das Ding in der Mitte, also ihr fahrt dann die auf der rechten Seite und auf der linken Seite kommt euch ja der Gegenverkehr entgegen. Und mein Auto stand quer auf der Autobahn. Und jetzt müssen in dem Moment, als ich quer auf der Autobahn stand, ich gucke nach links, ja, und ich sehe da die Autos. Ich sehe da die Autos im Hintergrund anfahren, ja. Und ich habe in dem Moment gedacht, jetzt ist es vorbei. Ich habe eigentlich nur noch an meine Familie gedacht, an meine Freundin. Und ich dachte, ja, das nächste Auto, was jetzt hier mit 170 lang fährt, das knallt in mich rein. Und das war's dann. Dann bin ich tot, was soll ich machen? Auf Platz 3 habe ich den YouTuber Gurkensohn. Viele kennen Gurkensohn als den lustigen YouTuber, der verstörte Videos auf YouTube hochlädt. Bekannt ist er für seinen grün angemalten Körper. In einem Stream wurde es aber plötzlich ernst. Wer Gurkensohn damals aktiv verfolgt hat, kennt seinen Fan Dodo. Und ja, mit diesem Fan Dodo hat er einen Livestream gestartet. In dem Livestream schrie Gurkensohn richtig rum und hyperventilierte. Sein Kreislauf machte das nicht lange mit. Deshalb sagt er wenige Minuten später fast ohnmächtig auf dem Sofa zusammen. Dodo, sein Fan, dachte, es sei ein Scherz und streamte einfach so weiter. Dann versuchte er, Gurkensohn wieder aufzuwecken, was auch funktioniert hat. Gurkensohn musste danach viel husten, war aber ziemlich schnell wieder wohlauf. Auf Platz 2 habe ich Arian Argeli. Arian war einer der bekanntesten Fortnite-YouTuber in Deutschland. Er war ein richtig guter Fortnite-Spieler und hat über 800.000 Abonnenten auf YouTube. Seit über 2 Jahren lädt er aber keine Videos mehr auf seinem Kanal hoch und auch auf seinem Instagram-Account hört man nichts über ihn. Insider-Quellen haben geleakt, dass Arian extreme Probleme mit seinem Herzen hatte und deshalb auch oft ins Krankenhaus musste. Auf YouTube gab es deshalb viele Gerüchte, dass Arian sogar gar nicht mehr lebt. Wichtig dazu zu sagen ist, dass diese Gerüchte fake sind. Also es ist sehr sicher, dass Arian noch lebt, nur einfach nicht mehr Content auf Social Media veröffentlicht. Und diese Entscheidung sollten wir alle respektieren. Nichtsdestotrotz tut Arian mir richtig leid, weil ich seine Videos echt gefeiert habe und es echt schlimm ist, in so jungen Jahren schon so große gesundheitliche Probleme zu haben. Kommentiere jetzt eine 1, wenn du Arian auch gefeiert hast. Machen wir weiter mit Platz Nummer 1. Hier habe ich den deutschen YouTuber Lukas BS. Lukas BS ist aktuell einer der besten YouTuber in ganz Deutschland. Wenn du Lukas auch so feierst wie ich, dann gib dem Video jetzt einen Daumen nach oben. Schreib auch in die Kommentare, wie lange du Lukas schon kennst. Lukas ist immer richtig gut gelaunt, aber vor einem Jahr hat er ein Video hochgeladen, das er fast nicht überlebt hat. Es wurde richtig ernst, weil Lukas Brawl Stars einen Autounfall hatte und es hätte richtig schief gehen können. Lukas Brawl Stars fährt ja ein richtig schnelles Auto und das kann echt gefährlich werden. Was genau passiert ist, erklärt euch Lukas selbst. Ja, ich stehe jetzt hier gerade mitten auf der Autobahn, weil einfach mein Reifen geplatzt ist. Mein hinterer Reifen ist einfach geplatzt. Ich bin hier an so einem Parkplatz einfach. Ich tue das übrigens gerade mit dem anderen Handy zu belichten. Also ich bin gerade wirklich, ich weiß gerade echt nicht, was ich sagen soll. Ihr müsst euch das anhören, was passiert ist. Also Leute, das ist wirklich so mit der schlimmste Tag in meinem Leben oder schlimmste Nacht in meinem Leben. Zum Glück ist mir jetzt nichts passiert, aber ich werde... Leute, hier fahren die LKWs vorbei. Also ich bin froh, dass mir nichts passiert ist, dass ich jetzt nicht gestorben bin, dass ich keinen Unfall hatte. Jedenfalls ist dieser Reifen von meinem AMG GTR, ihr kennt vielleicht meinen Wagen, der ist einfach geplatzt. Schau dir jetzt im Anschluss noch 5 Dinge an, die du nicht über Lukas Brawl Stars wusstest.